Jo Leute, wir sind wieder da. Was heißt wir? Ich bin wieder da und wir haben es gleich unter Kontrolle. Uns fehlt noch die erste Ziffer wegen dem stürmischen Wind. Und ich glaube, das hat da was mit den Schiffen zu tun. Eine schwache Brise. 3. Gut. Die Reproduktion zeigt einen stürmischen Wind. 8. Wir haben's, Leute. Es ist die Ziffer 8. 8, 5 und 2. Und wir öffnen jetzt die Kiste. Okay, 8 ist das hier. 8, 5 und 2. Der Mechanismus hat geklickt. Oh, die Kiste ist auf. Es hat funktioniert. Welche Schätze mögen hier verborgen sein? Eine Pistole aus dem 16. Jahrhundert mit einem Ladestock und ein Schlüssel für das Schloss. Oh Mann, ich hätte mal echt ein bisschen mehr erhofft und dann kommt so ein Scheiß. Ach, warte mal. Hat es vielleicht damit was zu tun? Nee. Egal, lassen wir mal hier. Ach doch, da unten ist ein Schloss, gell? Gibt es ein Geheimfach? Ja, siehst Ich du kann es doch. nicht herausziehen. Etwas muss dem. Okay, dann nehmen wir die Pinzette dazu. Dieses wertvolle Relikt kostet Hunderttausende von Euros. Ich soll. Ja, kannst du ja trotzdem machen. Mit dem Pinsel. Bist du eigentlich behindert? Rede deine Sätze zu Ende. Du machst mich ganz verrückt. Nee. Wir brauchen eine Alternative. Oh, du hast sprechen gelernt. Bist du so klug? Lass mal hier hingehen. Um zu gucken. Oh, ah, nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Oh, Mann, ne. Mann, 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 ne. Wie kriegen wir das Geheimfach auf? Ein bisschen vorsichtiger. Mit einem Lappen? Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Das müsste doch einfach gehen. Wir brauchen eine Alternative. Die Alternative, Leute. Die Alternative. Geht nicht. Geht nicht. Na, 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 na. Ihr seid scheiße, wisst ihr das? Mann. Ist das so schwer, dieses Schloss zu einfach rausziehen, weißt du? Leute, jetzt ist der Typ auch noch weg. Schauen wir uns mal das Modellschiff an. Und sie läuft ja so gemütlich. Oh Mann, 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 diese Tussi. Ausstellungsstücke der Marine sehen in einer gotischen Umgebung. Ja, gell? Du sagst es, Madame. Claire ist auch weg. Da lang. Oder. Gut, da hoch geht's nicht. Oder? Die Mauern? Hä? Gut erhaltene alte Mauern. Solide Arbeit. Ja, gell. Supi. Lass mal. Klebstoff. Lass mal Klebstoff holen. Warum? Guck, guck, warum ist da Klebstoff? Schrade das nicht. Wo steht hier was von. Ihr seid doch alle irgendwie doof. Hallo! Ei, ei, Captain! Hallo, Sir. Willkommen, Sirene. Sylvie Leroux, um genau zu sein. Nennen Sie mich Antoine. Ah. Ich habe an Ponce de Leons Kiste gearbeitet. Darauf können Sie wetten. Wir sind in meiner Jugend zu. Das ist doch lächerlich, Antoine. Sie haben recht, er war Spanier. Ich bin mit Cartier gesegelt, der war jünger. Sie kennen ihn? In der Tat, er starb.
Oh Mann, wie die Zeit vergeht. Antoine. Es ist eine Schande, dass Sie nicht in der Stimmung für einen Spaß sind. Ja, egal, ich brauche den. Etwas. Ja. Was haben Sie vor, Sirene? Bitte, bitte. Ich möchte das fertig machen und dann ins Bett gehen. Ich... Wissen Sie eigentlich, dass ich nicht mehr gut geschlafen habe, seit sich meine... Ich bitte Sie. Ich habe keine Ahnung, wo ich dieses Granulat aufbewahre. Oh. Ich brauche auch noch etwas Puder. Wir haben welches bestellt, aber es wurde noch nicht geliefert. Aber wenn Sie es so dringend benötigen, gibt es eine Die da wäre? Marcel hat einmal Kartoffelmehl genommen. Der Ausdruck war... Okay, wo kriege ich das Mehl her? Haben Sie etwas Mehl, Antoine? Warum sollte ich so etwas hier aufbewahren, Sirene? Oh. Ihr seid behindert, wisst ihr das? Erstmal danke. Wenn Sie mich brauchen... Ihr seid doch so doof. Das sind doch echt mal so ein paar Jockels, wo ich denke, was tut ihr hier eigentlich? Was ist da oben? Okay, ein Menü. Das habe ich jetzt erst entdeckt. Okay. Zur Klippe. Wir gehen mal zur Klippe. Oh. Da ist jemand vor dem Gasthaus und bewundert die Aussicht. Nach dem Aussehen ist es der Wirt. So einen Himmel kann man nur in der Bretagne bewundern. Das stimmt, mein Guter, das stimmt. Lass mal hier gucken. In. Ein bezaubernder Ort. Ideal für romantische Wochenenden. Ja, ja, ja. Mann. Lass mal mit dem reden. Ach, schreckliches Wetter. Ist es immer so? Gestern war es schlimmer. Ich weiß nicht, wie es Leute hier aushalten können. Leute fliegen weg wie irre. Haben Sie schon immer hier gelebt? Ich? Nein. Erst seit ich geboren wurde. Dann müssen Sie letzte Woche auch hier gewesen sein. Ja, aber darauf muss man nicht stehen. Darf ich reinkommen? Es ist... Wir haben heute geschlossen. Ja, egal, hast du Mehl? Ich komme vom Museum. Jetzt, wo Marcel tot ist, hat Guillaume den größten Bestand. Bestand an was? Ich weiß es wirklich nicht. Niemand lädt mich auf das Schloss ein. Haben Sie etwas Mehl? Vielleicht habe ich das. Machen Sie dort Pfannkuchen? Nein, ich brauche etwas Stärke für den 3D-Drucker. Haben Sie immer noch den Brunnen? Haben wir. Und bei mir wird das was... Oh Mann. Bei Ihnen wird das... Trinkwasser. Kein... Haben Sie keine Wasserleitung? Kaputt. Haben Sie deswegen geschlossen? Ein guter französischer Klempner kostet ein Vermögen. Dann können Sie sich genauso gut Wasser aus dem Brunnen holen. Der Friseur lässt mich... Welcher Friseur? Antoine. Er war Friseur auf einem Schiff? Ein Friseur. Punkt. Eigentlich ist er ein netter Kerl. Nicht zu mir. Und verfügt über so viele faszinierende Erfahrungen. Er hat sie bereits einge... Nun, offensichtlich neigt er ein wenig zu Übertreibungen. Aber Sie scheinen ihn wirklich zu hassen. Warum? Wenn man den Grund nicht kennt, dann muss eine Frau dahinter stecken. Oh mein Gott! Eine Art romantische Geschichte? Ganz im Gegenteil. Während der Saison treibt sich dieser Mythomane bei den Cafés am Meer herum. Dort erzählt er von seinen... Das muss interessant sein. Manchmal hat man einen dieser Tage. Diese umwerfende Frau hat ihn so aufmerksam... Was haben Sie getan? Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich kenne ihn, seit wir Kinder waren. Und ich weiß... Seinen Kopf aus seinem Friseurladen herausge... Was Sie nicht sagen. Dieser Geschichtenverdreher hat früher im Hafenbezirk gearbeitet. Von morgens bis abends hat er Seeleuten die Haare geschnitten, die gerade erst an Land gekommen sind und denen dementsprechend nach Reden zumute war. Und dank seines guten Gedächtnisses kennt er nun hunderte von Seemannsgeschichten. Oh, Sie machen mich traurig.
Wie diese Frau. Jetzt verstehe ich. Okay, 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 okay. Was die labern. Geben Sie mir jetzt etwas Mehl? Ich gebe Ihnen das Mehl, wenn Sie mir einen Eimer Wasser vom Brunnen... Gut, ich werde Ihnen Wasser bringen. Aber was ist mit dem Eimer? Sie können diesen nehmen. Habt ihr den Eimer gesehen? Leute. Bis dann. Oh. Oh. Ich schätze, ich muss ihm wohl etwas Wasser aus dem Brunnen holen. Gut erkannt, Sherlock. Oh, der Eimer. Er gibt ihm einfach, oder er gibt ihr einfach mal nichts in die Hand. Und ich habe plötzlich einen Eimer im Inventar. Mensch. Von wann ist denn das Spiel? Und es ist ab 12? Das ist hier von, warte, ich guck mal, 2009, 2010. Leute, geht's noch? Also von der Story her finde ich das sehr interessant. Aber, ey, nee, Leute, das geht doch einfach nicht. Da ist ein Gitter drüber, da bekomme ich den Eimer nicht durch. 100 Pro, pass auf. Das wird nicht funktionieren. Ah, oh. Ups. Zu tief. Oh Mann, und wo kriege ich jetzt einen Strick her? Hallo? Gibt's da irgendwo einen Strick? Hat der vielleicht ein Seil oder sowas? Mann, Antoine. So, lass mal hier bimmeln. Bank? Haben Sie Lust, mir bei einem Cidre im Gasthaus auf der Klippe Gesellschaft zu leisten? Liebend gern, Sirene, aber warum dort? Lassen Sie uns nach Brest gehen. Da gibt es so viel... Ich mag es dort, diese raue Schönheit. Wir würden auf einer Bank sitzen und auf die See blicken. Sie würden wie immer... Oh nein, da? Nie im Leben. Der Wind... Dann sitzen wir einfach still da. Das wäre sogar noch besser. Vielleicht würde der Wirt uns begleiten und wir drei würden... Ich weiß nicht, Sirene. Ich weiß, dass es von hier zum Gasthaus genauso weit ist, wie vom Gasthaus nach hier. Aber die Bank scheint... Oh Gott. Ihr glaubt, das gibt... Oh Gott. Für Freunde? Ich weiß nicht, Sirene. Ich werde sie nicht drängen. Ich werde in ein paar Tagen zurück sein und nach der Arbeit werde ich mich dann ein wenig auf die Bank bei dem Gasthaus setzen. Oh Gott. Leute, das geht so nicht. Das ist das schlechteste Spiel, was ich je gespielt habe. Das geht nicht. Ey, nee. Ich sitze gerade nur da und schüttel den Kopf. Was sind das bitte für Vollpfosten? Grafisch sage ich, geht so. Es ist okay. Naja. Aber, die Leute reden nicht zu Ende. Dann kommt das und dann das. Und ich soll den Eimer brunnen und... Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Deswegen beende ich die Folge. Ich bin gerade geistig ein bisschen am Ende. Und ihr könnt ja alle mal was in die Kommentare schreiben. Bis dann, euer Basti. Ciao.